Hallo meine lieben Leute und willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Ja, ein kleiner ungewohnter Anblick, und zwar bin ich mit meinem Monk hier in meiner Garnison. Das hat einen ganz bestimmten Grund, und warum ich jetzt auch die Aufnahme drücke, hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar bin ich gerade dabei, die Ned Pagel Quest zu machen, und da dachte ich mir, das kann ich eigentlich auch in diesem Let's Play mit aufnehmen. Wie gesagt, das ist jetzt hier mein kleiner Monk, nicht der Magier, das seht ihr ja. Sehen auch ein wenig unterschiedlich aus. Ja, und zwar habe ich ja schon gesagt, das habe ich euch auch schon gezeigt, besitze ich mittlerweile die Angelhütte auf Level 3. Rein optisch kein Unterschied, aber inhaltlich tut sich da eine ganze Menge. Und zwar, wenn man seinen Beruf im Angeln auf 700 gebracht hat, das kann man auch pushen, indem man zum Beispiel hier die Angel hat oder halt entsprechend einen Schwimmer benutzt oder halt generell sowas halt. Man kann es pushen. Auf jeden Fall, wenn man 700 Stufe erreicht hat, dann kann man hier bei dem guten Segumi eine Quest annehmen. Und diese Quest wird einem am Ende Ned Pagel als Anhänger bescheren. Das werden wir jetzt in diesem Part oder in den folgenden Parts erledigen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das dauert. Ich hoffe, damit kann der ein oder andere was anfangen. Ich weiß halt nicht genau, was jetzt hier zu tun ist. Dennoch, wir werden sehen, wie die Quests uns leiten. Den ersten habe ich schon halb gemacht. Also ich habe ihn gemacht, aber noch nicht abgegeben. Und zwar war die erste Quest, die ich von ihm bekommen habe, Ned ködern. Ja, und dafür musste ich, wenn man hier mal guckt, eine arkane Forelle fangen. Das hat relativ schnell funktioniert. Das kann man hier überall in den ganzen Gewässern vom Schattenmontal relativ einfach machen. Gerade wenn der Angelskill dann entsprechend bei mir ist er jetzt gebufft bei 1100. Ja, das dreimal Angel reingeworfen, da war die Forelle da. So, jetzt gebe ich die Quest ab und dann wird es die Folgequest geben. Und ab dem Zeitpunkt weiß ich wirklich nicht mehr, wie es jetzt weitergeht. Reist zur Anlegestelle der Angler in der Karasang-Wildnis und spricht mit Ned Pagel. Gut. Das ist sehr schön, denn ich besitze einen Teleport zum Schrein der Sieben Sterne. Das kann ich auch übrigens nur jedem empfehlen, seinen Teleport in den Schrein der Sieben Sterne in Mists of Pandaria zu stellen. Ich weiß jetzt nicht, wie das neue Dalaran aussieht. Vielleicht ist beim neuen Dalaran die Möglichkeit, dass man auch mehrere Portale hat, aber das kann ich auch mal eben kurz zeigen. Das wissen nämlich viele gar nicht. Oder viele wissen das theoretisch, aber sind nicht auf den Gedanken gekommen, dass es doch am sinnvollsten wäre, seinen Teleportstein hier hinzulegen. Und zwar im Teleportraum hier. Im kaiserlichen Kontor gibt es Teleportale in alle möglichen Gegenden. Hier einmal nach Shadrat, hier nach Dalaran, hier nach in die Exoda, hier Sturmwind, hier Ironforge und hier ganz rechts Danasus. Das heißt, man hat Teleports in alle wichtigen Hauptstädte. Oder zumindest dorthin, wo wo weiterführende Teleports sind. Zum Beispiel von Dalaran kann man sich hier noch zu HDZ teleportieren. Da gibt es ja eine ganze Menge Möglichkeiten und Kettenreaktionen, die man dann wirklich in Gang setzen kann. Aber ich bin einfach der festen Überzeugung, dass dieser Ausgangspunkt hier doch der cleverste ist. Warum kann ich hier nicht fliegen? Habe ich noch nicht gelernt, ne? Mit dem Pandaren. Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Kann ich das hier noch machen? Ah ja, 2500 Gold. Auch nicht schön. Muss ich jetzt erstmal wieder 2500 Gold ausgeben, aber hatte ich hier einfach nicht gelernt. Weisheit der vier Winde. So, in die Karasang-Wildnis müssen wir. Ja, hier, die Angler. Ich weiß noch, dass ich damals dort relativ viel gequestet habe, damals mit meinem Magier, als ich zu Mists of Pandaria noch aktiv geradet habe. Und dort habe ich ja auch diesen wunderbaren Wasserschreiter her, den ihr alle ja so liebt. Was das für einen Effekt haben wird, dass wir... Ich weiß, dass Ned Pagel nicht nur als Anhänger, als Garnisonsanhänger für uns zur Verfügung stehen wird, sondern dass man auch mit dem handeln kann. Dann sind die nächsten Invasionen um 1 Uhr. Okay, das ist auch für mich ganz interessant, weil ich mit diesem Charakter hier gerade die Invasionen abfarme.
Weil man hier einfach sehr schöne Gegenstände bekommt mit Item Level 700. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht ganz so schlecht. Und vor allen Dingen auch mit Blick aufs kommende Add-on sollte man wenigstens ein ganz klein wenig gewappnet sein. Auch so gegenstandstechnisch. Da habe ich noch einiges an Aufholbedarf. Um ganz zu schweigen, dass man mit diesen Nethersplittern anscheinend eine ganze Menge anfangen kann. Also ich habe schon gesehen, dass es auf jeden Fall ein Transmog-Gear gibt. Und dann kann man dann noch verschiedene Ausrüstungsgegenstände kaufen. Das haben wir auch schon gesehen mit Felicia. Na, wo ist denn jetzt Ned Pagle hier? So, hier ist er. Da! Ned Pagle! Hallo! Was kann ich für euch? Seid gegrüßt! Haltet ihr euch schon lange in dieser Gegend auf? Mein Freund Großer Haken und ich sind auf der Suche nach dem nächsten großen Fang. Weit gereist. Wir stießen durch Zufall auf diesen Ort und die Einheimischen waren so freundlich, uns Vorräte und Schnaps zu geben. Da sind wir gleich hier geblieben. Na, der wird mich ja wohl nicht angreifen. Seid ihr Ned Pagle? Ich habe euch schon überall gesucht. Schönen Tag auch. Schönen guten Tag. Ihr kommt aus Draenor? Wie soll das überhaupt funktionieren? Mögen eure Reise. Der Großangler kehrt zurück. Was ist das für eine Spezies? Eine Arkanforelle, sagt ihr? Von solch einem Fisch habe ich noch nie gehört, geschweige denn, selbst einen zu Gesicht bekommen. Ich muss mehr von diesen Fischen sehen, denn genau für so etwas lebe ich schließlich. Und wenn das Angeln dort so gut ist, wie ihr sagt, dann werde ich mir diese Gelegenheit auf keinen Fall entgehen lassen. Nehmt diese Seite aus meinem Tagebuch als Beweis, dass ihr mich gefunden habt. Wir treffen uns dann in eurer Garnison. Man sieht sich. Sehr schön. Ja, und Ned Pagle geht jetzt auf jeden Fall schon mal für uns in der Garnison auftauchen, aber noch nicht als Anhänger, sondern nur neben unserer Angelhütte, glaube ich. So, was hat er denn hier Schönes? Ah ja, genau. Dafür brauchte man hier den Ruf, den ich nicht besitze. Ned Pagle, bester Freund. Keine Ahnung, wie man das hinbekommt. Das Anglerfloß hätte ich auch sehr gerne. Sag mal, kann ich mir das nicht mit meinem Magier holen? Hat der Magier nicht genügend? Anglerfloß wäre schon ziemlich praktisch. Da kann man nämlich auch an Stellen angeln, wo man sonst gar nicht angeln könnte. Wartet mal kurz. Das gucke ich mal eben. Das müssen wir mal ganz kurz nachschauen. Ja, wie gesagt, sorry. Heute gibt es mal einen anderen Part. Hier, guck mal, hier sind sie auch alle fleißig am Angeln. Hier auch echt nur Hunderter. Die ganze Anglerbande. Es gibt wirklich Leute, die das hier noch aktiv machen. Nicht schlecht. So. Wo war denn mein Magier? Auf Arthas habe ich den irgendwann mal in einer... Das ist eine Schnapsidee gewesen, dass ich das gemacht habe, aber egal. Andere Geschichte. So. Ja, hier sind auch die ganzen Add-ons, nicht Aktivitäten, nichts aktiviert, ihr seht das schon. Hab damals aber relativ viel Zeit in diesen Charakter gesteckt. Alleine, wenn man sich mal überlegt, auf wie vielen Charakteren ich tatsächlich das epische Fliegen habe, also das 310% Fliegen, und zwar in allen Gebieten. Also nicht nur Azeroth, sondern auch halt Mists of Pandaria, Scherbenwelt, alles, was es so gibt. Ja, habe ich alles gelernt und das kostet ja jeweils immer wieder Vermögen. Ja, es gab mal, das wurde ja sogar nochmal ein bisschen genervt. Ich glaube, früher kostete das Fliegen sogar 5000 Gold. Ich habe da Hunderttausende an Gold rein investiert. Das Problem ist, selbst wenn wir es dort kaufen können, hätte ich nicht genügend Gold, um es dann letztlich auch zu kaufen, ne? Ich bräuchte 500 Gold. Habe ich mit diesem Charakter nicht. Aber vielleicht habe ich das auf dem Hunter. Erstmal gucken, ob ich das hier überhaupt kaufen kann. Aber ich müsste eigentlich Ruf. Wo haben wir es denn? Die Ackerbauern sind mir egal. Das ist Mists of Pandaria. Aber hier steht's nicht.
Habe ich das nicht gemacht? Mit wem war ich da? Mit wem habe ich das denn dann gemacht? Eigentlich habe ich Mists of Pandaria hauptsächlich den Magier gespielt. Aber habe ich das nicht mit dem? Ich werde es jetzt hier sehen, ne? Na toll. Achso, ich wollte gerade sagen, ist jetzt die scheiße Invasion da, Löwenlandung, aber nein, hier, die Anglerstelle war ja hier. Aber das wäre schon hart, ne? Das wäre schon ein bisschen lächerlich. Wie geht's? Ah, ja, könnte ich mir kaufen. Einziges Problem. Einziges Problem. Das könnte ich mir mal kaufen. Einziges Problem, ich habe keine Angeln mit diesem Charakter aus, das ist bitter. Das heißt, das Floß kann ich mir auf gar keinen Fall kaufen. Ja, dann hat sich das auch erledigt. Ja, das fast befürchtet, dass irgendwas da schief läuft, sonst hätte ich mir das damals ja auch schon gekauft, mein Gott. Ich habe allerdings auch eigentlich keine Lust mit meinem Monk das Angeln, den Angelruf hier bei den Anglern hier bei Ned Pagel irgendwie nochmal zu hören, aber vielleicht ändert sich ja irgendwie ein bisschen was an den Mechanics, wenn man den in der eigenen Garnison hat. Mit seiner scheiß Angel, der dicke Panda-Bär. So, gut. 2 Minuten. Toll, jetzt muss ich echt noch 2 Minuten warten, bis ich den Schmarrn hier nutzen kann, oder was? Kann wohl nicht wahr sein, ey. Ich hab halt danach, davor, kurz davor die Scheiße, den Scheiß CD benutzt. Ja, was mache ich denn in der Zeit? Da gucke ich jetzt nochmal ein bisschen in der Gegend herum. Wie sieht das eigentlich aus? Gibt's noch diese Ramops hier? Diese Zandalari-Viecher? Wahrscheinlich könnte ich die, würde ich die nicht mal besiegen, selbst auf Level 100 nicht. Ich habe nur so schlechtes Equipment habe. Wobei dieses schlechte Equipment müsste immer noch besser sein als der Schmarrn, den es damals gab, ne? Aber ich sehe hier gerade tatsächlich keinen Ramop. Eigentlich müsste dann nämlich der Lahm losgehen. Ich weiß allerdings auch nicht, ob man irgendwie irgendeine Prequest machen muss, damit diese Zandalari hier auftauchen. Weil hier gerade in Mists of Pandaria gab es einige Phasing-Gebiete. Und gibt es nach wie vor einige Phasing-Gebiete. Also selbst wenn es die Zandalari noch gibt, weiß ich nicht mal sicher, ob ich die überhaupt sehen kann, wenn sie denn hier in der Nähe sind. Wobei ich mir halt auch, wie gesagt, vorstellen könnte, dass diese Zandalari nur temporär hier gewesen wären. Denn so selten waren die eigentlich nicht. Die hat man eigentlich relativ oft gesehen. Würde mich sehr wundern, weil dann hätte ich jetzt eigentlich jetzt schon einen mindestens sehen müssen. Ja, aber funktioniert irgendwie nicht. Ich frage mich übrigens, wenn Ned Pagel jetzt zu meiner Garnison kehrt, ist es dann eigentlich auch so, dass ich den dann auf meiner Garnison habe, den also dort treffe und zusätzlich noch tatsächlich hier bei den Anglern in Mists of Pandaria? Wäre das so? Ist das so? Keine Ahnung. So, ich weiß, dass hier, wenn man Glück hat, ein relativ seltener Rahmenmob ist. Allerdings habe ich auch keine Addons aktiv. Scheiße. Natürlich, selbst wenn er... Na doch, ich habe auf dem Account, auf dem Charakter habe ich Addons aktiv. Was erzähle ich denn? Auf dem Charakter habe ich Addons aktiv. Auf dem Magier eben hatte ich keine. Also wenn hier ein Ramob ist, dann werde ich ihn sehen. Und hier ist irgendwo einer, wenn er denn da ist, aber hier kann ein Ramob sein, der droppt einen relativ seltenen Trank. Einen Erfahrungspunkte-Trank. Mal wieder ein Trink gelevelt, ist der Trank ganz nützlich. Ich glaube, der hätte schon hier sein müssen. Hier, genau, an dieser Stelle. Da hinten sogar. Wir sind jetzt schon zu weit.
Wenn er da nicht war, dann ist er generell nicht da. Ja. Generalmob. Warum ist denn hier so viel von den Viechern tot? Wie viel Leben haben die Mobs eigentlich? 11.000, 10.000, nix. Na gut. Garnison. Zurück zur Garnison. So, liebe Leute. Und dann mache ich jetzt auch an dieser Stelle Pause. Im nächsten Part mache ich dann weiter und dann schauen wir mal, wie sich die ganze NetPeggle-Quest-Reihe entwickeln wird. Wir hören uns, macht's gut, bis dahin, ciao.